Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Videowochenschau. Baumängel. Zwei Kreisverkehre der Nordtangente Vechta werden saniert. Am Freitag starten die Reparaturarbeiten am Kreisel in der Oldenburger Straße, am 24.10. am Kreisel in Tilbrake. Die genaue Umleitung findet ihr am Freitag in der UV. Und der alte Flugplatz in Förden-Wittenfelde bleibt frei vom Umspannwerk. Das Gelände gehört zu den Gebieten, die der Bund zu neuen nationalen Naturerben macht. Bürger vor Ort wehrten sich gegen die Stromtrasse. Weitere Infos zu diesen Themen und natürlich noch viele mehr gibt es am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Montagnachmittag in der Tanzschule Sandmann in Vechta. Redakteurin Barbara Wagner trifft Tanzlehrerin Sandra Sandmann zum Interview für die neue Promenade. Barkonzept heißt die neue Fitnessart, die hier angeboten wird. Was findest du, ist das Besondere am Barkonzept jetzt aus deiner Sicht? Ja, es ist komplett anders als alles andere, was ich kenne. Ja. Es geht absolut in die Tiefenmuskulatur. Bei diesem Termin bleibt es aber nicht nur beim Interview. Nein, Promenadenredakteurin Barbara wagt den Selbsttest und macht das Training direkt mit. Promenadenfotografin Martina Rönnau hält dabei die besten Momente mit der Kamera fest. Nach ein paar Aufwärmübungen geht es an die Ballettstange, denn diese wird beim Barkonzept ins Trainingsprogramm integriert. Wie es Barbara Wagner mit diesem Sportprogramm ergangen ist und welche Momente Martina Rönnau mit der Fotokamera eingefangen hat, erfahrt ihr in der Spezialausgabe der neuen Promenade zum Thema Gesundheit. Das Magazin gibt es in den Filialen der Oldenburgischen Volkszeitung, im gut sortierten Zeitschriftenhandel, als Print-Abo oder auch kostenlos als E-Paper. Zum Schluss noch zwei Veranstaltungstipps. Am Freitag und Samstag findet die 85. Herbst-Elite-Auktion im Oldenburger Pferdezentrum Vechta statt. Die Elite-Kollektion könnt ihr euch bereits jetzt online anschauen. Schön. 33.000 nach USA. Und in Steinfeld ist an diesem Wochenende Kirmes. Am Samstag gibt es unter anderem einen Kinderflohmarkt und am Sonntag das Apfelfest beim Backhaus. Die nächste UV-Videowochenschau gibt es am 20. Oktober, denn ich bin erstmal im Urlaub. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.